Station hier im Mundo Aberitschen. Die Ureinwohner des Dorfes, hier wird alles nachgestellt und gebaut, so wie die Menschen hier früher gelebt haben. Es fehlen natürlich an Touristen und die Verwalterin, die macht auch Essen hier. Das heißt, wir bekommen dann ein bisschen Information von den Menschen hier und mit der Bitte, ein bisschen Werbung zu machen. Das machen wir natürlich gerne. Also da gibt es dann auch noch mal mehr Informationen. Dieser Aussichtspunkt ist nur 10 Minuten von Playa de Ingles entfernt. Also für jeden erreichbar und selbst mit dem Taxi eine Kleinigkeit. Hier der Blick auf die Dünen von Maspalomas. Ein bisschen Wind geht und schade, ich habe jetzt kein externes Mikro. Nur so ein paar Minuten, ein Katzensprung weg. Sollte sich jeder mal ansehen. Wird viel Liebe hier aufgebaut. Wir gehen jetzt mal nur außen rum und nicht nach innen rein. Hier geht es in den eigentlichen Park. Das ist ja noch der Vorhof. Hier ist die Insel nachgebildet. Gran Canaria als Insel mit dem Barranco. Hier werden wir recht herzlich hier begrüßt. Ja, und hier geht es natürlich fast ohne Stufen, ohne Treppen geht es hier weiter. Die verschiedenen Gebäude, es gibt dann auch ja ein Platz für Zahnschmerzen und hier eine Bühne, sozusagen der zentrale Mittelpunkt für Veranstaltungen. Ja, also auf jeden Fall einen Besuch wert. Und die Ruhe hier, das ist unglaublich, es ist fantastisch. Nur mal ein kurzer Einblick, ein kurzer Überblick hier. So, ich werde jetzt diesen Beitrag hier beenden. Wir haben noch viel vor und ich möchte euch die Schönheiten der Insel natürlich auch ein bisschen weitergeben, aber jetzt hier mal zu sein, zu sitzen und ganz einfach mal die Bilder wirken zu lassen. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt hier von unserem Ureinwohnerdorf. Und sage hasta luego, bis zum nächsten Teil.